Der klaut hier die ganze Zeit mein Fressen und sowas. Guck mal, das sind richtige Nier da nicht da oben. Und das hier, das war die erste Nacht gewesen da im Campingplatz. So, wir laufen jetzt in dieses Katzencafé rein. Die belästigen uns. Guckt euch mal diesen ganzen Niederlande-Wetter hier an. Das regnet hier rum. Guckt euch mal an, wie viele Muscheln das hier sind. Guckt mal, hier hat noch mehr so viel davon gefunden. Hier sind ganz viele davon. Das ist unsere Bushaltestelle. Unser versiffter Bus kommt an. Das ist ein Bierbus. Du musst das machen, wenn du da kommst. Nee, ich mach das. Ich hab das damals gemacht. So, wir sind jetzt gerade in Groningen angekommen. Hier in Niederlande, wie das heißt. Hier werden wir jetzt rumlaufen und später irgendwo pennen. Archie, nie einfach so hinkreuzen. Leute, obwohl ich schon 30 Jahre alt bin, habe ich in meinem gesamten Leben noch nie in einem Campingplatz gepennt. Und das hier, das war die erste Nacht gewesen in einem Campingplatz. Und das ist kein deutscher Campingplatz, sondern ein niederländischer Campingplatz. Und das war hier ganz friedlich gewesen. Hier haben wir gepennt. So sieht unser Schlafplatz in dieser Perspektive aus. Da haben wir geschlafen. Ich habe einfach nur tierisch Durst. Guten Morgen, Gummo. Wir sind gerade dabei, Koffein in uns reinzumachen. Weil draußen, ja, Tour Kaffee zu saufen, ist geil. Erstmal einen entspannten guten Morgen Bier trinken. Geprost. So, wir haben die ganzen Sachen dort gelassen und beim Campingplatz, weil wir die nächste Nacht nochmal dort pennen werden. Und wir gelaufen jetzt nach Richtung Nordsee, um dort den Kopf reinzutunken. So, ich habe mal einen regelfarbenden Fummel ausgezogen, weil ich liebe es, wenn er D3 scheppert. Ich find's richtig geil. Guck mal, das hier, das ist eine niederländische Brücke. Da laufen wir ja gerade unten drunter durch. Wir sind unten durch diese niederländische Brücke unten durchgelaufen. Wir sind gerade dabei, über das hier rüber zu laufen. Also diese ganze niederländische Baden und sowas. Die hat diese ganzen nervigen Geräusche und sowas verursacht. Und da laufen wir jetzt gerade runter. Genau dahin. Damit wir da auch in diese Niederlandebahn einsteigen können. Wir sitzen gerade hier am Bahnhof rum, weil das ist halt so, ne? Das ist niederländisches Hähnchen in Farbe Stadt. Guckt euch mal diese niederländischen Hähnchenfleisch in Farbe Stadt an, wie die hier rumlaufen und sowas. Seht ihr das? Guck mal hierher. Guck mal. Wir fahren gerade Zug. Das ist ein richtig geiler Zug. Da muss man nicht mal diesen Lappen vor dem Gesicht ziehen. Breznack. Zwei Liter. Geprost. Das ist unser Hinwegebier. Breznack. Het volgende station is Eemshaven. Let op, links uitstappen. Tevens het eindpunt van deze trein. Wir fahren gerade durch Niederlande durch. Von Groningen bis zur nächsten Nordsee.
Und da, wo Nordsee ist, dann werden wir unser Kopf reintunken. Und Blubberblasen machen und sowas. Das werde ich euch so richtig zeigen. Das hier ist eine Premium-Anzeige. Wir sind in Emshaven angekommen. Und guck mal hier. Guck mal, ich möchte euch was zeigen. Wir sind hier an der Nordsee, weil da hier ist ganz viel dieses Wasser oder wie das heißt. Deswegen laufen wir hier rum. Guck mal, hier sind überall diese komischen Muscheln oder wie das heißt. Und genau deswegen, aus genau diesem Grund, ist der Flötenmann da reingekommen. Um da rumzubaden zwischen die ganzen Muscheln und sowas. Ich werde da gleich auch reinspringen. Leute, ihr müsst auch unbedingt hier in dieser Nordsee rumbaden. Es ist richtig geil hier. Und wisst ihr auch warum? Weil man genau das hier machen kann. Und das Wasser ist richtig salzig. Das schmeckt richtig scheiße. Deswegen macht man das hier. Guckt euch mal an, wie viele Muscheln das hier sind. Das sind ganz viele scheiß Muscheln. Mit Schnecken dran. Durch diese Nordseeschnecken. Unendlich Nordsee. Ja, ganz viele unendliche Nordseeschnecken. Guck mal, ihr habt noch mehr so viele davon gefunden. Hier sind ganz viele davon. Guck mal hier. Voll Fettschiff! Voll Fettschiff! Ja, richtiger Voll Fettschiff! Alle Belusche! Schlaf doch ein bisschen. Ja. Der Schänder ist auf dem Rückreiseweg. Und ab genau jetzt. Wir haben Spaß! Und wir machen noch mehr. Spaß! Wir fressen erstmal gemeinsam. Ja, krieg ich auch ein bisschen Ati. Angeschnappt. Das Burger King von Niederlande. Wow, der klaut hier die Gäste mal fressen hier. Das ist doch unglaublich. Das sind Niederlande hier Hähnchenfleisch. In Farbe Stadt nur aus Niederlande. So dreist sind die hier. Guck mal, ich werde hier die ganze Zeit hier ausgeraut. Der klaut hier die ganze Zeit mal die Fressen und sowas. Guck mal, das sind richtige Nieren da mit da oben. Ich hab doch hier eine Taube gestreichelt. Oh, ja. Jetzt wird's überwüppig. Das ist Hähnchenfleisch in Farbe Stadt. Die machen so mal etwas. Selber und gib mir die erste Taube. Guckt euch mal diese ganzen Niederlande-Gewässer hier an. Wie das hier rumsteht, dieses grüne Zeug. Das wächst hier drauf auf diesen Scheißwasser. Das wächst hier so richtig drauf. Guckt euch mal diese hässlichen Gestalten hier vorne an. Die sind gerade da dabei, hier auf diesen niederländischen Wasser hier zu schwimmen. Ich wäre eine richtige Verranzung, die durch Niederlande durchläuft. Ich wäre eine richtige Verranztheit. So. Frühessen ist fertig. Jetzt wird das in uns reingemacht. Das ist Chicken Shio Ramen. Ich bin richtig widerlich. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Es ist widerlich. Das ist richtig widerlich. Ich wäre ein reifer Sack. Wir sind gerade dabei, durch Holland durchzulaufen. Da, wo diese ganzen Tauben und sowas sind, die einen hier die Hand auffressen und sowas. Ich bin ein widerlicher Bremsstreifen. Das hier ist fressen. Fuck, ich hab mich verbrannt, Alter. Fuck. Aber der hat jetzt
5% von dem Fettes. Die belästigen uns die ganze Zeit. Die fahren hier die ganze Zeit rum und sowas. Das nervt uns. Das ist richtig belästigend. Jetzt geht's in Richtung da, wo wir pennen. Guten Morgen, wir sind auferstanden, der neue Tag beginnt. Und wir befinden uns immer noch in der Niederlande. Magst du das essen? Das ist ein Brot mit Filet Amerikain. Das hier? Das ist sehr lecker. Probier's mal. So, der Koffein ist fertig. Jetzt wird Koffein gesoffen. Ja, draußen Koffein zu saufen ist richtig geil. Das wird jetzt richtig gebraten. Urinfarbige Fressen. Fressen ist fertig. Boah, ist das widerlich. Das regnet hier rum. Es geht hier auf den Tarp drauf. Dieser Tarp ist voll cool, der schützt uns vor Regen. Da kommt kein Wasser durch. Das ist ein richtig geiler Tarp. Also ich habe noch keinen Tropfen auf meinen Kopf drauf geklatscht bekommen. So, erstmal einen guten Morgen Bier. Geprost. Das ist ein niederländisches Bier und das schmeckt irgendwie anders. Guck mal, hier in Niederlanden, das regnet ja die ganze Zeit. Der Regen muss weg. Der muss weg von hier. Der Regen muss weg. Der Regen muss weg. Der muss abhauen. Der muss hier verschwinden. Der muss richtig weg. Der Regen muss weg. Der Regen muss weg. So Leute, es sind so ein paar Stunden vergangen. Und ich bin die ganze Zeit hier über diesen Regen rumgelaufen, um einen Kiosk zu suchen. Und dann habe ich dann irgendwann einen Kiosk gefunden, da ganz hinten. Und ich habe mir hier einen 6er-Träger von diesem Bier hier geholt. Und das hat mir 15 Euro gekostet, diese 6er-Träger. Und dieser Bier, der schmeckt auch noch richtig scheiße. Als ob das irgendwie so zerpanscht wurde. So richtig billig und sowas. Den trinke ich gerade. Das ist Niederlande-Bier. Das ist richtig niederländisch. Aber der Preis ist wirklich zu hoch. Es regnet immer noch. Der Regen muss weg. Der muss hier verschwinden. Der muss hier weggehen. Der nervt uns. Der Regen muss weg. Guck mal, wie das hier die ganze Zeit da rumtropfen ist und sowas. Das ist richtig, richtig scheiß Wetter heute. Das ist ein Niederlande-Wetter. Das ist richtig niederländisch, wie das hier runtertropft. Jetzt wird gleich Brennnessel-Tee gekocht. Die Brennnessel sind reingeworfen. Jetzt werden die gekocht. So, das hier, das ist Brennnessel-Tee. Das werden wir jetzt in uns reinkippen. Das werden wir jetzt saufen. Das werden wir jetzt trinken, oder wie das heißt. Oh Scheiße, das beschlägt schon wieder. Bäh, ist das widerlich. Aber das ist ein Brennnesseltee. Deswegen beschlägt die Kamera. So, ich werde jetzt zum ersten Mal in meinem ganzen Leben Brennnesseltee pur trinken. Gib Prost. Ist geil trinkbar. Im Bus liegen gelassen, in leer. ja, jetzt muss ich warten. Fressen wird zubereitet. So, jetzt Reispressen-Start kommt. Das Reis schmeckt wieder voll cool. Ich mag das. Das ist ein richtig geiler Reis, oder wie das heißt.
Es ist ein richtig geiler Reis. So, wir sind gerade dabei, durch dieses beforschte Niederlande rumzulaufen, wo hier dieses ganze Nass von unten, von oben rausspritzt auf unseren Kopf. Ich möchte mit euch allen schlafen. Boah, dieser Mofa-Fahrer nervt. Rollerfahrer oder wie das heißt. Aber genau, ich möchte mit euch allen schlafen. Boah. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Nadelbaum. Und ich weiß das tatsächlich nicht, was das für ein Nadelbaum ist. Das habe ich noch nie probiert, noch nie gefressen. Deswegen probiere ich das jetzt nicht. Weil das hier, das ist ein Nadelbaum, wo ich nicht weiß, was das für ein Nadelbaum ist. Diese holländische Lampe, die ist die ganze Zeit am Rot leuchten. Das ist richtig widerlich. Wir müssen darüber. Ich war eine vergiftete Walnuss. Wir sind gerade auf einem niederländischen Bahnhof. Wir sind gerade dabei, durch dieses Niederlande durchzulaufen. Das hier, das ist ein niederländischer Cheeseburger von Burger King. Den werde ich jetzt fressen, aber so richtig. Das schmeckt genauso wie dieser deutsche Cheeseburger von Deutschland. Eben gerade war Niederlande Kirchengeräusche gewesen. Das wollte ich euch aufzeichnen, aber genau dann, wo ich die Kamera angemacht habe, ist es verschwunden gegangen. Deswegen kann ich euch diese Geräusche nicht zeigen. So, wir laufen jetzt in dieses Katzencafé rein, um dort da drin mit den ganzen Katzen Kaffee zu saufen. Guck mal, wir sind jetzt gerade hier in so einem Katzencafé drin, wo hier diese ganzen Tiere, diese Katzen, wie die heißen, hier Freunde sind. Und uns die ganze Zeit nerven und sowas. Guckt euch mal an, wie die sich bewegen und so. Die belästigen uns. Guckt euch mal diese Niederlandevogel hier vorne an. Das sind richtige Niederlandevogel. Wir gelaufen jetzt durch diese niederländischen Straßen oder wie das heißt. Hier durch diese Gebäude und sowas. Das ist Niederlande oder wie das heißt. Guckt euch mal diesen ganzen Niederlande-Wetter hier an. Das regnet hier rum. Die ganze Zeit. Das ist richtig widerlich. Der stört uns. Der muss weg. Der muss richtig weg. Der muss weglaufen, dieser Scheißregen. Der muss hier weg. Der gehört hier nicht her. Das muss richtig weg. Das pisst hier rum. Das pisst hier, das tropft hier die ganze Zeit auf meine Kamera hier drauf. Das nervt uns. Das stört uns. Das muss weg. Guckt euch mal diesen stabilen Mann hier an. Das ist ein niederländischer Mann. Der steht hier die ganze Zeit rum. Der steht und steht. Auch bei miesesten Wetter steht hier rum. Das ist ein richtiger Held. Das hier. Das sind nicht irgendwelche naturfarbenen Bänke, sondern das sind niederländische Bänke und niederländische Mülleimer, wo man da Restmüll und sowas reinschmeißen kann. Guckt mal hier, guckt euch mal diese ganzen niederländischen Boote hier vorne an, die auf diesem niederländischen künstlichen Fluss hier rumschwimmen. Das schwimmt hier die ganze Zeit rum und deswegen schwimmt das hier rum. Das ist der einzige Grund und kein anderer. Guckt euch mal diesen komischen Vogel hier vorne an. Hier. Ja, scheiße. Ich bin gerade über diese Pfütze hier rüber gelaufen und jetzt ist mein Fuß nass. Nur wegen diesem komischen weißen Vogel da vorne. Der ist schuld. Und sonst jemand anderes. Das ist ein richtiger schuldiger Vogel. Der muss weg. Guckt euch mal diesen ganzen verregneten Niederlande an oder wie das heißt. Das ist hier richtig verregnet. Das ist hier voll nass. Der spritzt uns die ganze Zeit auf den Kopf drauf und sowas. Das ist ein richtiges Belästigungswetter. Und das hier, das ist eine niederländische Ampel, die hier so rum, hier so gewachsen ist. Der kann leuchten oder so. Das schwöre ich euch. Das sind hier ganz viele richtig geile Fahrräder. Die sind richtig geil. Und genau da oben, da ist sogar eine Uhr dran.
Eine niederländische Uhr. Guck mal, guckt euch mal das hier an. Und nee, da drüben, ich möchte euch das hier zeigen. Das hier, das sind richtige niederländische Schilder. Hier sind diese ganzen Schranken und sowas. Für das hier. Für diese ganzen niederländische Brote und sowas, die hier rumfahren. Deswegen stehen die hier rum. Das machen die extra mit Absicht. Guckt euch mal diese ganze Statue hier vorne an. Das wurde ja extra hingestellt. Diese Statue, die wurde nur hingestellt, weil hier diese ganzen niederländische Boote hier rumfahren. Also Boote von Niederlande und sowas. Deswegen steht das hier rum. Das hier vorne, das sind keine rötlichen Lampen. Ach scheiße, das ist grün geworden. Aber genau, das sind niederländische Lampen, die grün geworden sind. Deswegen laufen wir hier durch. Boah, das ist immer noch nass. Das ist richtig widerlich. Das muss weg, dieser ganze Nass und sowas. Wir sind gerade auf dem Weg zurück zu diesem Campingplatz oder wie das heißt. Ich bin eine richtig vertiefte Bazille. Ich möchte euch alle in die Augen angucken. Guckt mal hier. Guckt euch mal dieses niederländische Licht hier vorne an. Das müsst ihr euch alle geben. Ich bin eine richtige Verranzung. Und langsam kommt immer mehr Dunkle und sowas. Langsam wird immer mehr Dunkle. Ein neuer Tag ist angebrochen hier in Niederlande. Und dieses Mal regnet das hier nicht so stark rum und sowas. Heute ist besseres Wetter als gestern. Deswegen regnet das heute jetzt gerade nicht. Guck mal, das hier, diese Schubkarre hier vorne, das ist mein nachträglicher Geburtstagsgeschenk von dem guten Helmut. Und den muss ich jetzt rumschleppen mit meiner anderen Sackkarre hier. So funktioniert das und nicht anders. Vielen Dank für das Geburtstagsgeschenk. Das hier, das wird ab jetzt die ganze Zeit so richtig benutzt. Mein Geburtstagsgeschenk wird herumgeschoben. Guck mal, hier sind niederländische Geräusche. Hier passiert gleich etwas. Guckt euch mal diese niederländischen Straßen hier an, die sich da fortpflanzen. Die bewegen sich. Guck mal, das ist ein niederländischer urinfarbiger Stahl, der irgendwie hier runtergeklappt wird. Das sind richtig geile Straßen hier. Guckt euch mal diese niederländischen Fahrzeuge hier an, die hier auf diesem Wasser hier rumschwimmen. Und guckt euch mal an, hier fährt noch ein niederländischer Fahrzeug durch dieses Wasser durch. Das schwimmt hier rum. Und da drüben, da schwimmt auch ein niederländischer Fahrzeug rum. Hier unter dieser Brücke, was aufgehobelt wurde von diesem urinfarbigen Stahl. Da fand die drunter durch. Guck mal, dieses niederländische Stahl, das bewegt sich schon wieder runter. Das trägt dieser urinfarbige niederländische Stahl. Das trägt die Brücke schon wieder runter. Das macht das jetzt gerade. Und da laufen wir gleich rüber. Hört euch mal diese ganzen niederländischen Geräusche hier an. Das sind niederländische Sirenengeräusche oder wie die heißen. Das ist richtig geil. Die hört sich anders an. Die hört sich irgendwie so künstlich an oder sowas. Aber die sind vorhanden. Die laufen hier. Das ist richtig geil. Das hier, das sind niederländische Cheeseburger. Das hier sind niederländische Chicken Nuggets. Die werden richtig gefressen. Das wird so richtig in unsere Maul reingestopft. Guck mal, mein verranzter Bus kommt hier an. Ich werde jetzt hier einsteigen. Ich bin in Leer angekommen.
Jetzt warte ich auf den Zug, der mich nach Hause bringt. Zu Bremen oder wie das heißt. Cool, oder? Das hier, das ist ein niederländischer Cheeseburger. Den habe ich mir mal in den Niederlanden geholt, bevor ich losgefahren bin. Den werde ich jetzt in mein Maul reinstopfen. Guckt mal, guckt euch mal diese ganzen, von diesen ganzen scharfen, vollgeschissenen Reifen hier vorne an. Und hier, mein Zug kommt hier an. Ich muss hier jetzt reinsteigen mit den vollgeschissenen Reifen hier. Leute, ich bin im Zug drin. Und ich bin eine richtige verranzte Drecksbazille, die hier rumfährt. guck mal hier. Ich bin mit denen hier, mit diesen zwei Wagen hier, erfolgreich in Bremen angekommen. Jetzt muss ich das nach Hause schleppen. Und dann diesen ganzen Scheiß 3,5 Stockwerke an Treppenhaus hochlaufen. Das hier, mit dem hier. Das wird gleich passieren, wenn ich dann mit der Straßenbahn zu Hause angekommen bin. Aber ich muss hier erstmal runterfahren. Hier mit diesen widerlichen Fahrstuhl oder wie das heißt. Das wird jetzt richtig gemacht. Das wird jetzt passieren. Guck mal, hier vorne ist ein Video, wo ich mit den Flötenmann auf den Alpen gepennt habe, mitten im Winter. Das müsst ihr euch auch mal geben.